Hallo und herzlich willkommen zu unseren Simba-Einführungsvideos. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie ein einfaches Kläranlagenmodell aufbauen. Öffnen und speichern Sie ein neues Projekt in Simba und fügen Sie aus Global Import Data einen Konstantblock ein. Benennen Sie den Block und parametrieren Sie ihn durch einen Doppelklick auf den Block. Als nächstes fügen Sie eine Zulaufcharakterisierung ein. Unter Wastewater Converter finden Sie zwei Module, die das Zulaufsignal in das ASM-Format konvertieren und zusätzlich den Schlammanfall aus der Phosphorfällung in der mineralischen Fraktion des ASM berücksichtigen. Verbinden Sie diese mit dem Zulaufblock. Unter Global finden Sie die globalen Variablen T-Water und 0IO2. Ziehen Sie diese in das Projekt. Fügen Sie nun die beiden Reaktorblöcke hinzu. Sie finden diese unter Wastewater Reaktor CSTR. Der CSTR DENI stellt die anaerobe Stufe dar. Fügen Sie ihn ein. Benennen Sie den Block und passen Sie sein Volumen an. Der CSTR Nitri extern bildet das Belebungsbecken ab. Benennen Sie auch diesen Block. Fügen Sie nun einen einfachen Sauerstoffregler hinzu. Dieser wurde hier schon vorbereitet. Eine detaillierte Anleitung, wie Sie einen solchen Regler aufbauen, finden Sie in unseren Hilfevideos. Als nächstes fügen Sie ein Nachklärbecken ein. Dieses finden Sie unter Wastewater Clarifiers. Wählen Sie das Dreischichtenmodell aus, benennen Sie den Block und passen Sie das Volumen an. Sie können die Blöcke nun miteinander verbinden. Der Ablauf des Nachklärbeckens soll in eine Senke fließen. Fügen Sie aus Global Routing einen Senkenblock ein. Ändern Sie den Senkentyp zu Affluent. Benennen Sie den Block und verbinden Sie ihn mit dem Nachklärbecken. Unter Global Routing finden Sie auch einen Pumpenblock. Fügen Sie nun zwei Pumpen ein. Die erste Pumpe führt einen internen Rezirkulationsstrom aus der Nitrifikation zurück in die Denitrifikation. Die zweite Pumpe entzieht dem Rücklaufschlamm einen Teil des Überschussschlamms. Benennen Sie die Pumpen. Um die Ströme vor dem Denitrifikationsbecken wieder zusammenzuführen, wählen Sie unter Global Routing einen Mixerblock aus. Schließen Sie nun die Kreislaufströme. Der Überschussschlamm soll ebenfalls in eine Senke geführt werden. Klicken Sie mit Rechtsklick auf die Senke und halten Sie die Taste gedrückt, während Sie die Maus ziehen. So können Sie einen Block kopieren. Ändern Sie den Senkentyp zu Sludge und benennen Sie den Block. Geben Sie nun die Volumenströme für die Kreislaufströme vor. Fügen Sie dafür einen Konstantblock ein, den Sie unter ICA und Signal Source finden. Benennen und parametrieren Sie die Blöcke. Der Rezirkulationsstrom beträgt das Dreifache des Zulaufstroms.
Der Rücklaufschlamm entspricht dem einfachen Zulaufstrom. Der Überschussschlammabzug wird mit 4% des Zulaufstroms angesetzt. Sie haben nun ein einfaches Kläranlagenmodell vor sich. Eine detaillierte Anleitung, wie Sie die Simulation ausführen und Ergebnisse darstellen können, finden Sie in unseren Hilfevideos. Vielen Dank, dass Sie sich unser Video angesehen haben und weiterhin viel Spaß mit Simba.